Also selbst wenn dann das Halbfinale verloren gehen sollte, dann bleibt man trotzdem bis zum kommenden Wochenende am Samstag. Also nicht diesen Samstag, sondern am Samstag in einer Woche das Finale und eben auch das Spiel um Platz 3. Marin Meinert ist zur Startelf des Auftaktspiels zurückgekehrt. Das ist genau das, was wir brauchen. Gegen die Norwegerinnen hat sie gesagt, 4 Veränderungen im Vergleich zum jüngsten Gruppenspiel, dem 3:0-Erfolg gegen die USA. Und das, liebe Zuschauer, ist auch genau die Startelf, die im Juni des vergangenen Jahres in Imola im EM-Finale diese Norwegerinnen mit 8:1 Toren bezwingen konnte. Also, Norwegen hat die Seitenwahl gewonnen. Anstoß für die deutschen Frauen zum ersten Durchgang hier in Saitama. 7 Norwegerinnen waren im Juni 2011 im EM-Finale mit von der Partie. 7 in dieser Startelf mit der Nummer 8 Caroline Hansen. Das ist die, vor der der deutsche Trainerstab am meisten Respekt hat. Das ist eine schnelle, technisch starke Offensivakteurin in der Mannschaft von Jarl Toske, den Marin Meinert gut kennt. Deutschland und Norwegen misst sich immer wieder im Frauenfußball. Wir haben guten Kontakt zum norwegischen Team. Wir respektieren die Arbeit von denen sehr. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Die Ergänzungsspielerin, da muss ich also zum Beispiel Annabelle Jäger wieder einreihen, die gegen die USA hinten links startete. Jetzt Caroline Simon, da wieder aufgestellt. Die Deutsche Bank bestens besetzt. Tolle Fußballerin auch da. Anstoß zum Viertelfinale der deutschen Frauen bei der U20-WM hier in Japan. Norwegen der Gegner, wie beim Qualifikationsturnier der U19-Europameisterschaft im vergangenen Jahr. 8:1 also siegten da die deutschen Frauen Torschützinnen, unter anderem von den Anwesenden Wensing, zweimal Lotzen, Petzelberger und Hegenauer. Ein Erfolg, von dem sich Deutschland jetzt aber nichts mehr kaufen kann. Darauf hat Marin Meinert hingewiesen. Das war ihre Botschaft. Sie hat die Euphoriebremse getreten. Auch bisher läuft das ja großartig bei diesem Turnier. 3 Siege zu 0, 4:0 gegen China, 1:0 gegen Ghana, 3:0 gegen die USA. Aber die Gruppenphase, die ist abgehakt. Jetzt beginnt eine neue Phase dieses Turniers. Jetzt geht es im K.O.-System zur Sache. Und da helfen alte Meriten nicht mehr weiter. Es gibt auch einen Präzedenzfall, der das sehr schön schildert, was passieren kann, wenn man zu viel Selbstvertrauen hat nach einem ersten Erfolg bei der U19-EM 2004. Ja, gleich die erste Chance und eine gute Parade von Benkert mit dem Fuß. Ja, da haben sie sie gleich durchkommen lassen, diese Caroline Hansen, vor der Meinert gewarnt hat. Hier zwischen den Linien und dann klasse angespielt. Und wichtig, dass Laura Benkert hier blocken kann. Also gleich sorgt Norwegen für Gefahr. Und da wird sich Marin Meinert in ihren Warnungen bestätigt fühlen. Also damals 2004 bei der U19-EM, da siegte Deutschland in der Vorrunde 7:0 gegen Spanien, traf dann im Endspiel nochmal auf die Iberinnen und verlor 1:2. Das soll heute natürlich nicht passieren. Marin Meinert hat auch darauf hingewiesen, dass Norwegen ebenfalls 8 Tore hat erzielen können bisher in diesem Turnier. Wir haben Respekt vor diesem Gegner. Caroline Simon gegen die USA. Blieb die Linksverteidigerin draußen, auch weil sie gelb vorbelastet ist.
Jarl Toske. Schon 2008 mit dabei, als Norwegen zum bisher einzigen Mal bei so einer U20-Weltmeisterschaft aufkreuzte. Damals war schon in der Vorrunde Schluss. Diesmal also haben sie das Viertelfinale erreicht. Sehr schön weitergeleitet hier für Leonie Meyer. Und dann legt sich Lena Lotzen den Ball etwas zu weit vor. Die Münchnerin Schützin von 3 Toren bei diesem Turnier und damit die bisher treffsicherste Deutsche. Leonie Meyer hier, die Rechtsverteidigerin, die sagt, wir haben uns in der Gruppenphase Selbstvertrauen geholt. Es lief die ersten 3 Spiele sehr gut, aber davon können wir uns jetzt nichts mehr kaufen. Es beginnt bei 0. Hat damit also in etwa die Botschaft der Trainerinnen wiedergegeben. Ballverlust von ihr. Und dann das Foul hinterher an Emily Havi. Norwegen Kopfball stark. Also solche Standards sollte man eher selten hergeben. Caroline Hansen wird ausführen, die eben Laura Benkert prüfen konnte. Und wieder streicht die Kugel nur knapp vorbei. Noch abgelenkt hier von Melissa Bjarnesøy. Melissa Bjarnesøy, die Torschützenkönigin bei der U19-Europameisterschaft, kann hier ganz frei den Ball noch ablenken. Und dann ist er drin! Das ist noch besser! Lena Lotzen mit dem 1:0. Norwegen bisher mit 2 Chancen, mit dem etwas besseren Start. Aber jetzt die deutschen Frauen und Lena Lotzen nimmt den Ball direkt ab und trifft zum 4. Mal bei diesem Turnier. Jennifer Marochan einmal mehr mit der Vorarbeit. Hier der kleine Rhythmuswechsel, da schafft sie sich etwas Raum. Den nützt sie dann aus für diese Hereingabe. Und ganz locker nimmt den Lena Lotzen als Halbvolley und drückt ihn rein mit dem Innenriss. Führung für Maren Meinerts Mädels. Also 2 kritische Szenen zum Start. Die Chance von Hansen, als Benkert mit dem Fuß klären konnte. Und dann die von Bjarnesøy. Auf der anderen Seite aber ist die erste Chance gleich ein Tor. Freistoß hinterher. Marochan mit rechts oder Caroline Simon mit links. Simon zum Tor dreht und Nachschusschance und wieder ist er drin. 2:0, Doppelschlag der deutschen Frauen. Da kann Norwegens Torfrau zunächst klären, aber beim Nachschuss, da hat sie keine Chance mehr. Auch Melanie Leupolz nimmt den Ball direkt, taucht da im Rückraum auf und hat etwas Glück, dass ihr die Kugel da direkt vor die Füße fällt. Und dann drückt sie rein. Ähnliche Schusstechnik wie gerade die von Lena Lotzen. Und die deutsche Auswahl ist dabei, hier schon früh eine Vorentscheidung herbeizuführen. Also kurz gewarnt von den Norwegerinnen. Und jetzt gleich die schlagkräftige Reaktion. Melanie Leupolz vom SC Freiburg
mit dem 2:0. Von Jennifer Marochan immer optimal dosiert. Sie hat das Ballgefühl. Gerade dieser Doppelpass hier auf der rechten Seite. Und dann wird Luisa Wensing gehalten von Ada Hegerberg. Ein Tor gegen China zum Start, zwei gegen die USA. Jetzt also ihr vierter Treffer. Lena Lotzen, die Torjägerin in der Mannschaft von Maren Meinert, die Spitze im 4-2-3-1-System. Leonie Meyer hier umgerannt von Emily Harvey. Hier nochmal Lena Lotzens Führungstreffer. Nach dieser Klasse-Hereingabe von Marochan. Dann geht sie einfach zum Ball. Die Norwegerin dagegen bleibt stehen. Und das 2:0 nach diesem Halbfehler, würde ich mal sagen, der norwegischen Torfrau. Blockt den Ball zur Seite. Dort aber hat sich Melanie Leupolz mit viel Instinkt in Position gebracht. Für Melanie Leupolz der erste Treffer. Nee, der zweite, so ist es richtig, bei diesem Turnier. Gestern die ersten beiden Viertelfinals. Nigeria konnte sich in der Verlängerung durchsetzen gegen Mexiko. 1:0 gewinnen. Und Japan mit einem prächtigen Auftritt und einem 3:1-Sieg gegen Südkorea. Die Japanerinnen warten jetzt auf ihren Gegner. Und es sieht zum Glück schon nach 10 Minuten danach aus, als werden das die deutschen Frauen sein. Japan gegen Deutschland also. Da wird das verlorene Frauen-WM-Viertelfinale des vergangenen Jahres also im Juniorenbereich neu aufgelegt. Wenn die deutschen Juniorinnen sich hier nicht noch irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen gegen Norwegen. Aber Maren Meinert wird alles tun, damit die Konzentration hoch bleibt bei ihrem Team. Und dann sollte das doch gut gehen gegen diese Norwegerinnen. Und dann sollten wir uns freuen können auf diesen Vergleich mit den spektakulär kombinierenden Japanerinnen. Yeah!
Nigeria bekommt es zu tun mit dem Sieger der Partie USA gegen Nordkorea. Auch dieses vierte Viertelfinale können Sie heute noch sehen hier bei Eurosport ab 12.20 Uhr, Anstoß 12.30 Uhr Ihrer Zeit. Sehr schöner Löffelpass von Petzelberger auf Marushan. Die bringt sich wieder in Position. Und diesmal kann Gioen, Norwegens Torfrau, den Ball fangen. Fräulein Lotzen, DFB-Pokalsiegerin geworden mit den Bayern. Da gewannen sie gegen die Frankfurterinnen. Lena Lotzen auch schon A-Nationalspielerin, dreimal eingesetzt. Ebenfalls bereits in der Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Knight agierten sie hier, Jennifer Marschan und Luisa Wensing, Abwehrchefin dieser U20-Auswahl. Hinten musste Maren Meinert ja kurz vor dem Turnier umstellen, weil Christine Behmann und Johanna Elsig, die eigentlich vorgesehen waren für die Innenverteidigung, beide verletzt ausfielen. Jetzt machen Luisa Wensing und Jennifer Kramer ihre Sache dort hinten ausgezeichnet. Da wird Simon umgestoßen und bekommt zu Recht Freistoß. Nach diesem Bodycheck von Ida Ardalen. Caroline Simon gerade vom HSV zum VfL Wolfsburg gewechselt. Marushan mit dem gefühlvollen Chip. Und dann wird Wensing hier halbwegs umgerissen. Das ärgert sie auch. Wie immer geht sie da entschlossen Richtung Ball. Sie ist ja unheimlich stark bei den Kopfbällen im eigenen als auch im fremden Strafraum. Ebenfalls eine neue Wolfsburgerin, sie kommt aus Duisburg. Hat mit dem FCR Duisburg schon Champions League gespielt. War auch schon Torschützin hier beim Turnier gegen China, traf sie eben per Kopfball hier wieder am Ball. Das ist Jennifer Kramer. Dann angebliches Foulspiel von Melanie Leupolz. Oder Melli, so glaube ich, rufen sie sie. Im deutschen Team. Den Freistoß hat Guru Reiten ausgeführt. Dann kehrt Petzelberger stark per Kopf. Und dann kommen sie wieder mit Macht. Auf der linken Seite ebenfalls Platz. Ah. Nicht ganz optimal dosiert. Und so kann sich Norwegen befreien.
Und Sie sehen es, die deutschen Frauen spielen von hinten raus. Da wird der Ball nicht einfach nach vorne geklopft, auch nicht in der Drucksituation. Und wieder greift Lulle ein, wie sie genannt wird, Luisa Wensing. Immer kompromisslos, immer hart in den Zweikämpfen. Eine, die man lieber im eigenen Team hat als im Fremden, als im gegnerischen. Ja, kleiner Fehler da, die Gelegenheit vielleicht zum Anschlusstreffer, kommt dann noch zum Abschluss im Sitzen, aber wieder Laura Benker, zweite wichtige Parade von ihr, sie ja schon gleich in der ersten oder zweiten Minute entscheidend, da hätte Norwegen in Führung gehen können, zum Glück war sie vom Start weg hellwach und auch hier klärt sie mit dem Fuß zum Eckstoß. Andrin Hegerberg wird ausführen. Die hat schon zwei Tore erzielt hier in Japan. Ja, und dann Dirk Voss Tor vor den Strafraum geköpfelt. Das ist nicht ideal. Lieber zur Seite. Aber es geht gut. Und dann Leonie Meyer mit dem Pass nach vorne. Ja, die Fahne oben. Ich denke auch, dass Melanie Leupolz da etwas zu weit vorne stand. Colin Simon, feiner Pass, der kommt genau an die Chance zum 3-0 und das macht sie stark, Lena Lotzen, Doppeltorschützin auch heute, wie schon gegen die USA, Norwegen ausgekontert und Nora Gion im Kasten kann es nicht fassen, da muss Ardalen Lotzen ziehen lassen, die guckt sich die Torfrau aus und dann dieser beherzte, harte, aber auch platzierte Schuss in die kurze Ecke. 3:0. Und jetzt hat sie also schon 5 Tore auf dem persönlichen Konto. Die gebürtige Würzburgerin Lena Lotzen. Maren Meinert sagt, Lotzen gewinnt viele Zweikämpfe für uns. Die gibt nie auf, die ist laufstark, die ist mutig. Kann sich sicher technisch noch weiterentwickeln. Zum Beispiel was das Kopfballspiel anbelangt. Aber sie, Meinert, sagt, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Deutschland ist Titelverteidiger bei diesem Turnier. Die unter Ihnen, die schon in der Gruppenphase zugeschaltet hatten, die wissen das. Vor 2 Jahren der Erfolg im eigenen Land. Finalsieg 2:0 gegen Nigeria. Jennifer Maruschan war da schon mit von der Partie. Auch Torfrau Laura Benkert mit dabei, allerdings nur als Nummer 3. Sollten die deutschen Frauen hier in Japan erneut triumphieren, dann
wären diese beiden, Benkert und Mauschan, überhaupt die ersten in der Geschichte der U20 WM, die das Turnier zweimal in Folge gewinnen können. Alle zwei Jahre findet die U20 WM statt. Dies ist die sechste Auflage. Foul hier an Leupolz. Von Hansen. Und dann Eckball für Norwegen. Norwegen durchaus ein Frauenfußballland. Die waren ja schon Weltmeister. Das war 1995. Finalerfolg gegen die deutsche Auswahl, bei der damals Maren Meinert mitmachte, die Trainerin dieser deutschen U20. Dazu ein zweiter Platz 1991 bei der WM mit den Frauen. Also Olympiasieger war Norwegen im Fußball auch schon. Das war 2000. Den Erfolg mit dem Frauenteam bei Olympia, den haben die Norwegerinnen den Deutschen voraus. Das ist die einzige Trophäe, die in der schönen Sammlung noch fehlt. Deutschlands Fußballerinnen nie Goldmedaillengewinner. Bisher kam nur Bronze rum. Und in London war Deutschland ja gar nicht mit von der Partie. Wegen des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Der nächste Höhepunkt für die deutsche A-Auswahl, die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Schweden. Dafür läuft derzeit die Qualifikation und am 19. September steigt das nächste Spiel in Duisburg gegen die Türkei. Silvia Knights Mannschaft auf Platz 1 in der Qualifikationsgruppe. Also das sollte sich ausgehen mit der EM-Teilnahme. Und da ist Deutschland Titelverteidiger. Den WM-Titel konnte die Auswahl nicht erfolgreich verteidigen. Den EM-Titel aber hat sie noch. Petzelberger. Ja, ganz geschickt lässt die Norwegerin einfach ins Leere rutschen. Ramona Petzelberger, die Spielführerin, war das auch schon im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Italien. Schöne Ball an und Mitnahme von Lena Lotzin, aber offenbar das Ganze im Abseits. Naja, Zentimeterentscheidung. Ja, Leonie Meyer setzt sich da durch, obwohl sie nur 1,62 Meter groß ist. Dann hält Mauschan den Ball nicht nur im Spiel, sondern serviert ihn wieder punktgenau für die Kollegin und fasst das 4:0. Lena Lotzin mit der Chance hier zum Hattrick.
Da hat sich Hegerberg vor allem wehgetan, auch Melanie Leupolz. Zeit hier zu trinken, das ist nötig bei diesen Temperaturen, bei dieser Luftfeuchtigkeit. Nochmal der zweite Treffer von Lena Lotzen zu bestaunen. Ja, da spekuliert Norwegens Torfrau auf die lange Ecke, aber nein, sie schießt in die kurze und erhöht auf 3:0. Das ist der Start, den sich Maren Meinertz vorgestellt hatte. Ja, und das ist der japanische A-Nationalcoach Norio Sasaki, der Mann also, der die Japanerinnen im vergangenen Jahr in Deutschland zum WM-Titel führte, der spioniert hier vielleicht für den U20-Nationalcoach. Er, Sasaki, aber ohnehin mit dabei bei diesem Turnier, ist auch ein Mann, der Workshops gibt für die FIFA, für den Weltfußballverband in Tokio. Da kürzlich einer mit 30 Frauenfußballtrainern, vor allem aus Asien. Und Sasaki sagt auf die Frage, welches Team ihm durch den Stil besonders aufgefallen ist, das Deutsche. Die versuchen jetzt, so Japans Nationalcoach, mit mehr Ballbesitz zu spielen. Also das habe sich verändert. Früher mehr lange, weite Bälle. Jetzt also erkennt er auch bei Deutschland mehr Passfußball. Gerade diese deutsche Auswahl hier hat viele Feintechnikerinnen im Kader. Während Melanie Leupolz hier gelb gesehen hat für dieses Foul an Hegerberg. Ja, da muss sie sie ziehen lassen und dann am Tor vorbei Caroline Hansen, die stärkste Norwegerin. Also auch die Skandinavierinnen haben ihre Gelegenheiten, konnten die aber bisher nicht nützen. Die deutsche Mannschaft dagegen effektiv. Ja, da muss Jennifer Kramer Hansen ziehen lassen, die aber verzieht. Und wie immer Maruschan mit exquisiter Ballbehandlung und gutem Auge, gutem Passspiel. Die gelbe Karte gegen Leupolz, gerade übrigens erst die zweite im Turnier für oder gegen Deutschland. Die erste sah Caroline Simon. Und das im Spiel gegen die Ghanaren. Anja Hegenau hier im Bild. Auch die hat schon getroffen bei diesem Turnier gegen China.
Stark gemacht von Lena Lotzen. Noch 18. Zwei Tage nach dem Endspiel hier in Japan hat sie Geburtstag. Am 11. September also. Vorstoß von Kathi Hendrich, die eine der beiden Positionen auf der Doppelsechs bekleidet, neben Spielführerin Ramona Petzelberger. Direkt weitergeleitet von Marushan. Das ist Fußball vom Feinsten. Und dann der Schuss von Melanie Leupolz. Auch noch 18 Jahre jung, die Freiburgerin. Will im kommenden Jahr Abitur machen. Gute Allround-Sportlerin. Ist auch im Beachvolleyball stark zum Beispiel. Toske coachte Mitte der 90er Jahre beim norwegischen Verband zunächst den männlichen Nachwuchs, war dann 3 Jahre Assistent bei der Frauennationalmannschaft, war mit dabei beim olympischen Erfolg in Sydney 2000. Ja, Marushan, die verteidigt auch diesen Ball, dachte ich zumindest, wird allerdings zurückgepfiffen. Strenge Entscheidung von Margaret Domka. Für mich eher ein Foul an ihr als eins von ihr. Wehgetan hat sie sich gleich wohl. Maria Torres Dottir. Also Toske 2000 in Sydney mit dabei, als Norwegen Gold holte. Seit 2001 dann coachte er die U18 und die U19 und seit 2006 ist er für diese U20 und auch für die U23 Norwegens zuständig. Da fließen die Tränen bei Torres Dottir. Schon getroffen von Marushan, das haben wir in der Zeitlupe jetzt besser entschlüsseln können. Aber zum Glück kann sie weitermachen. Caroline Hansen. Mitte Nummer 8. Auch heute die bisher stärkste Norwegerin. Mehr Ballbesitz für die deutschen Frauen und vor allem mehr Tore. 3:0.
und Leupolz im gegnerischen Strafraum. Und dann Hendrich hinterher. Im April 20 Jahre alt geworden. Die Mittelfeldakteurin von Bayer Leverkusen. Beim Abschluss kann sie sich noch steigern, Jennifer Marochan. Dreh- und Angelpunkt im deutschen Mittelfeld. Und betretene Minen bei den Norwegerinnen, die das Turnier also mit einer Schlappe begannen, 2:4 gegen Norwegen. Dann aber der wichtige 2:1 gegen Kanada. Und gegen Argentinien dann erwartungsgemäß keine großen Probleme, 4:1. Argentinien, sowas wie das Prügelmädel dieser U20-Weltmeisterschaft in Anlehnung an den Prügelknaben. Jetzt aber geht es hier gegen Deutschland, gegen den Titelverteidiger. Und das ist schon ein anderes Kaliber. Deutschland hat sich früh eine komfortable Führung herausgespielt. In den ersten 20 Minuten gleich 3 Tore. Starker Auftritt, auch wenn sie durchaus Chancen zugelassen haben. Auch Caroline Hansen konnte sich gefährlich zeigen. Bjarnesøy, auch Hegerberg für Norwegen. Zum Glück steht im Tor noch Laura Benkart. Auch das ist eine gute, die hat zweimal klären können. Während hier wieder Caroline Hansen ankam, da hat Jennifer Kramer Glück, dass sie ungeschoren davonkommt mit dieser Aktion. Also Norwegen kann sich im Angriff durchaus auch gefährlich zeigen. Hinten aber große Lücken, da haben sie sich zum Teil etwas naiv angestellt. Allerdings natürlich auch stark gemacht von den deutschen Frauen. Also das soll deren Verdienst nicht schmälern. Lotzen rüber zu Leupolz. Petzelberger hinterher.
Petzelberger, auch das hat sie klasse gemacht. Prüft dann Norwegens Torfrau. Dieser angedeutete Hackentrick eben, der hat ihr gedient. Dazu, um sich Zentimeter und Sekundenbruchteile herauszuholen in diesem Zweikampf. Und Sie sehen es, Maren Meiner, die bleibt natürlich engagiert. Die will eben die Konzentration hochhalten in der Mannschaft, auch bei diesem Spielstand. Vor dem Turnier hat sie schon gesagt, Maren Meinert als deutsche Auswahl und mit der Qualität in unserem Kader haben wir den Anspruch, bis zum Ende bei diesem Turnier zu bleiben. Das also bedeutet zunächst einmal das Halbfinale. Sie sind dabei, die deutschen Frauen, dieses Halbfinale zielsicher zu erreichen, haben hier die Chance zum 4:0. Wunderschön gemacht, leider dann aber auch eine starke Parade von Nora Gion. Jennifer Mauschan, überragend. Exquisite Technikerin, große Strategin, immer der Kopf oben, immer elegant, hat das Gefühl für Zeit und Raum, wie sie da die Norwegerin eben ins Leere hat laufen lassen. Das war spektakulär und dann dieser Schuss hinterher von ihr, von der Frankfurterin. Die von Silvia Knight auch immer zu den A-Länderspielen mitgenommen wird. Die schießt rechts stark, aber auch links stark hier zu sehen. Hat noch nicht getroffen bei diesem Turnier. Und das will sie heute richtig stellen. Aber sie ist vor allem eine Vorbereiterin, eine Assistgeberin. Und als solche eine Klasse für sich. Jetzt also noch eine gute Minute. Die deutsche Auswahl hat gar nicht so konzentriert begonnen, erinnern wir uns zurück. Zwei Chancen zum Start für Norwegen, aber vor allem Laura Benkert, der Torfrau, ist es zu verdanken, dass Deutschlands Team diese kritischen Situationen überstehen konnte. Und dann haben sie zugeschlagen. In der 5. Minute durch Lotzen, in der 7. durch Leupolz, in der 20. nochmal durch Lotzen. Und Laura Benkert, die bleibt aufmerksam. Also da war vielleicht ein bisschen mehr drin für Jarl Torskes Frauen, auch wenn Deutschlands Juniorinnen anschließend natürlich noch weitere Chancen hatten. Drei zu null. Das kann sich sehen lassen zur Halbzeit. Wir nähern uns unserem Wunsch-Halbfinale an. Deutschland gegen Japan. Wenn das wirklich zustande kommt, dann würde das am Dienstag um 12.30 Uhr angestoßen, dieses Halbfinale. Nach der ersten Halbzeit des Viertelfinals steht es 3:0. Die Torschützinnen hier im Bild. Zweimal Lena Lotzen, die jetzt also schon 5 Tore auf dem persönlichen Konto hat. Dazu Melanie Leupolz mit ihrem 2. Turniertreffer. Das läuft. So darf es weitergehen in der 2. Halbzeit hier in Saitama im Komaba-Stadion. Saitama, ein Ort 20 Kilometer nördlich von Tokio. Kurze Werbung und dann nochmal die Tore und weiter.